Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion bei Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Die Top 100 Selektion für Sie, ausgewählte Produkte, besondere Produkte exklusiv für Sie als Zuschauer. Und heute geht es um das Thema Digitalisieren. Digitalisieren leicht gemacht. Ganz, ganz einfach, egal was Sie digitalisieren möchten. Und das fängt ja schon mal bei solchen Sachen an, wie zum Beispiel ganz einfach mal so ein Foto, wenn man das digitalisieren möchte. Vielleicht dann auch mal hier so ein, ja, so ein Negativstreifen zum Beispiel, wenn man den hat und das Foto ist verloren gegangen. Ja. Oder dann auch Musik. Vielleicht haben Sie sogar noch alte Schallplatten oder sowas und sagen, ach Gott, das wäre schön, wenn ich diese alten Schallplatten, diese Aufnahmen digitalisieren könnte, vielleicht sogar Kassetten. Wir zeigen Ihnen heute, wie das wirklich ganz einfach geht. In Digitalisieren leicht gemacht. Und dazu habe ich meinen Experten hier neben mir stehen, der Lutz, und der grinst hier schon übers ganze Gesicht. Es geht wirklich heutzutage, Gott sei Dank, ganz, ganz einfach zu digitalisieren. Ja, beispielsweise, wir fangen hier an mit dem Thema Fotos, Dias, Negative mit unserem ersten Produkt, dem PX8299 und dem 569 hier. Also der ist eine 3-in-1-Lösung. Sie sehen es ja auch schon für Dias, für Fotos, für Negative. Wir fangen mal an mit den Fotos. Das ist ja so der Klassiker. Und die verschiedenen Größen, die es da auch so gibt, also 9x13, 10x15, 13x18, das sind so die Standards. Die werden hier auch alle unterstützt. Sie sehen hier so eine Art Passepartout. Da kann man dann die verschiedenen Größen einstellen über diese L-förmigen Halterungen. Und wenn man das dann einmal angeklickt hat, dann kann man das Bild einschieben. So funktioniert das Ganze. Und dann anschließend hier in unseren Scanner stecken. Der Vorteil im Vergleich jetzt zu beispielsweise, wenn man sagt, ich habe doch am Computer so einen Scanner, habe ich auch schon mal probiert, mit diesen ganzen Fotos, sogar Dias mit so einem Dia-Aufsatz. Es ist alles nichts geworden. Man hat immer diesen Lichteinfall, dass es nicht ganz optimal ausleuchtet. Das hier ist quasi eine Blackbox. Da drin wird das Licht optimal angebracht, dass kein Umgebungslicht da irgendwie reflektieren kann. Also wenn wir jetzt beispielsweise einmal das Foto einschieben, dann wird das halt von vorne beleuchtet. Es wird dann ein entsprechendes Foto aufgenommen, das Ganze mit einem hochwertigen 14-Megapixel-Sensor. Hier sehen wir dann auch schon die Vorschau, dass man auch gleich weiß, ist jetzt alles perfekt. Also bei so einem kleinen Negativ zum Beispiel oder Dia weiß man ja nie so ganz, brauche ich das Motiv überhaupt. Und Sie sehen, einmal unten kann man dann einstellen, ob es ein Film oder ein Foto sein soll. Und dann drückt man einmal einfach auf Scan und das Ganze wird dann gespeichert auf die SD-Karte, die Speicherkarte, die Sie vorher natürlich eingelegt haben. Die kann bis zu 32 GB unterstützen. Dann hat man gesehen, einmal ganz kurz, wird dann abfotografiert, auf die Speicherkarte gepackt und das war's auch schon. Das ist schon alles gewesen. Jetzt haben Sie Ihr Bild, Ihr Foto in perfekter Qualität und wie gesagt 14 Megapixel hochwertiger Fotosensor, den wir hier drin haben. Schon ist es jetzt gebannt in optimaler Qualität. Also da spiegelt nichts, da blinkt nichts, da blitzt nichts. Es ist gleichmäßig ausgeleuchtet und vor allen Dingen, das passiert ganz oder geschieht genauso einfach, wenn man jetzt zum Beispiel Dias hat. Ja, so sieht das Ganze aus. Und Sie sehen zum Beispiel auch, die sind noch in den Rähmchen. Also man muss die Dias jetzt nicht aus dem Rahmen erst rausnehmen. Die kann man so komplett hier in diesen Streifen reinpacken. Der wird dann einmal seitlich eingeschoben. Und dann kann man sich ja auch auf dem kleinen Display erstmal anschauen, okay, ist das jetzt ein Motiv, das ich haben möchte oder nicht? Genau, man stellt einmal um auf Filmscanner oben und unten. Und dann kann man, wie gesagt, negative bzw. Dias dann auch jetzt genießen. Da ist auch so ein kleiner Anschlag mit dabei, dass man merkt, okay, bis hier und dann sieht man, ja, auf dem Monitor auch, das ist jetzt das perfekte Motiv, das hätte ich jetzt gerne. Ach, schau mal, die Blumen, da sind sie wieder. Ja, genau. Und dann einfach Scan drücken und das war's. 14 Megapixel mit Negativen funktioniert das genauso. Das ist einfach eine Wucht. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin da so ein kleiner bisschen Experte, zumindest sagen wir mal so, weil ich mache ja viel auch mit Bild- und Videobearbeitung und was ich da schon versucht habe auf meinem Flachbettscanner am Computer, um da ein gutes Ergebnis hinzubekommen, man
Man hat immer ein Moiré drin oder Streifen drin oder Blitzer drin oder Abschattierungen. Man bearbeitet das Ganze dann irgendwie 3 Stunden pro Bild nach und ist trotzdem nicht wirklich zufrieden. Das hier ist eine ganz einfache Lösung. Und vor allen Dingen, Sie brauchen ja nichts dazu. Kein PC, kein Notebook, keine Software, kein gar nichts. Das ist alles, was Sie brauchen. Na gut, und eine Speicherkarte und Strom. Okay, aber Speicherkarte gibt es ja günstig, haben wir auch sehr schön im Programm oder hat man ja auch schon zu Hause. Und Strom gehe ich jetzt mal sowieso von aus. Also für all jene, die sagen, ja, ja, ich habe da noch so meine Schätzchen liegen. Beispielsweise im Keller, im Speicher, so einen ganzen Stapel mit Fotos. Oder dass man sagt, naja, ich habe dann mal eine schöne, mir geht das so, Dia-Show gemacht mit allem Pipapo. Die würde ich hier gerne mal erhalten und digitalisieren. Kann man jetzt, wie gesagt, spielend einfach hier machen mit unserer PX8299 und der 569. Für 142,41 €. Wir können uns die Bilder jetzt direkt angucken, ne? Die sind jetzt direkt hier auf der Speicherkarte gespeichert. Genau, du hast es ja gerade mal vorgeführt. Das heißt, ich kann die hier einfach rausnehmen. Da sehen Ganz wir, genau. Da ist die Speicherkarte jetzt. Und jetzt können wir die hier nehmen und direkt am PC angucken. Dafür ne? haben wir das Notebook hier stehen. Vielen Dank. Also bisher, Sie haben es gesehen, alles ganz autark gemacht, ganz ohne Rechner gemacht. Einfach so innerhalb von wenigen Sekunden hat man hier die Bilder eingescannt und hier vorbereitet. Und dann hat man die digitalisiert. Und die kann man sich jetzt hier direkt auf dem PC dann anschauen. Kann schauen, oh, was habe ich denn da, wie schauen die aus? Und da sehen Sie, genau hier, da können wir es uns einmal anschauen. Wupp. Ich drehe es mal so ein bisschen. So, ja, vorher, schauen wir mal. Nachher sozusagen. Da sehen wir, das ist genau das Foto, das wir hier haben. Das kann man jetzt natürlich auch noch bearbeiten, wenn man da möchte. In digitaler Form kann das dann auch zum Beispiel per E-Mail verschicken. Ne? Wenn das jetzt ein Bau war oder sowas, der für vielleicht Bekannte wichtig war, wo die auch mit am Bau beteiligt waren oder sowas. 142,41 € für Dias, Fotos und Negative. Ein eigenständiger Scanner, also ein Standalone. Gerät für Sie. Ganz fantastisch. Die PX8299569. Bitte gleich zugreifen. Sichern Sie sich dieses tolle Gerät. Es ist ganz, ganz beliebt hier bei uns, ja, weil viele haben natürlich die Fotos zu Hause liegen. Die vergilben dann irgendwann, gehen auch irgendwann kaputt. Die werden nicht besser. Durch vielleicht auch Feuchtigkeit oder zu trockene Luft. Ne? Und dann ärgert man sich. Oder man hat auch so Kisten, wo man vielleicht die besten Bilder schon mal aussortiert hat. Die hat man vielleicht in Alben geklebt, man hat nur noch die Negative in den Umschlägen liegen und denkt sich jetzt, oh nein, jetzt habe ich hier nur noch die Negative. Davon hätte ich aber gerne wieder Fotos. Mhm. Und wie digitalisiere ich die, wie erhalte ich die, wie bekomme ich davon überhaupt wieder Fotos oder dann natürlich auch die digitalisierte Version. Machen Sie es hier mit diesem tollen Gerät. 142,41 €. Das ist wirklich so ein richtig tolles, tolles Gerät. Es wird Ihnen viel Spaß machen. Und Sie haben ja gesehen, wie einfach das dann auch bearbeiten geht, hier zu bedienen geht. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Das kriege ich ja sogar hin, ne? PX8299569 ist hier Ihre Bestellnummer. Gleich in die Leitung gehen. 0180 51 51. Dreimal die 2. Das ist Ihre Rufnummer. Da sind die Kollegen im Callcenter für Sie da. Und nehmen da direkt Ihre Bestellung auf. Und weiter geht es hier mit einem weiteren Gerät, und zwar unserem Universal-Digital-Recorder. Unserem Game-Capture, den wir hier für Sie haben, den Ganz wir zeigen genau. dürfen. Also das und ist da, nicht der hier. Nein, darum geht es gleich. Der ist so klein, den habe ich einfach mal kurz hier in der Brusttasche. Genau, den hat der Lutz hier schon einstecken. Und da dreht sich dann alles um das Thema Videos. Genau. Denn gerade das Thema Videos ist natürlich auch so ein Riesenaspekt beim Digitalisieren. Viele haben Videos zu Hause und würden diese Videos gern erhalten, würden die gerne digitalisieren, aber bei Videos weiß man ja gar nicht, wie funktioniert das überhaupt? Wie mache ich das? Ja, da wird es natürlich dann hochkomplex, gerade wenn man so ans Thema Camcorder denkt. Da gab es ja unterschiedlichste Medien, die man aber dann nur innerhalb der entsprechenden Firma des Unternehmens abspielen konnte. Markennamen nenne ich jetzt nicht, aber Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich anspiele. Oder auch VHS ist ja auch so ein Ding. Erste Möglichkeit, überhaupt mal Video so aufzunehmen auf einem Magnetband für Privatleute. Was habe ich da für VHS?
VHS-Sammlung in mir angelegt. Ja, aber der Rekorder, naja, man weiß ja nie, wie lange der überhaupt noch hält. Und auch die Medien selbst, das sind ja magnetische Informationen, die gehen im Laufe der Zeit verloren, selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass man jetzt optimal gelagert hat, was wie gesagt meistens nicht der Fall ist. Deswegen rate ich immer dazu, wenn man da etwas hat, was man wirklich ins Herz geschlossen hat, wo man sagt, oh, da hätte ich gerne noch viele Jahre Freude dran, das würde ich auch vielleicht gerne meinen Kindern oder Enkeln mal irgendwann vererben, dann bitte jetzt digitalisieren, weil da zählt wirklich jeder Tag. Und es war auch nie einfacher als jetzt mit unserem Game Capture V3. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum der Game Capture heißt. Aber man kann wirklich jedes Videomaterial, das man hier anschließen kann, digitalisieren. Und das ist so ziemlich alles. Weil zum Beispiel, wir haben es gerade gesehen, so ein Klassiker, VHS, das ist dieses Component-Kabel da hinten, gelb, weiß und rot. Also Video, linker Kanal, rechter Kanal. So einfach ist das. Anschließen, einmal Wiedergabe starten und hier auf Ihrem neuen Videorekorder die Aufnahme drücken. Und dann sehen Sie auch schon auf Ihrem Fernsehgerät die Bestätigung Recording. Ein Tastendruck, das war's. Oder eben halt auch wieder anhalten. Und schon hat man das entsprechende Material auf der Speicherkarte. Und das ist hier auf der Seite. Da hat man diese beiden Slots. Einmal für die Micro-SD-Karte. Oder ich kann hier auch USB-Sticks anschließen. Hier auf der Seite und sogar, wenn ich möchte, komplette externe Festplatten. Bis zu 2 Terabyte werden die unterstützt. Und damit habe ich hier wirklich einen voll funktionsfähigen Videorekorder. Weil wir schauen jetzt mal hier auf der Rückseite. Da habe ich, das war das eine hier, was wir haben mit dem entsprechenden Component-Kabel. Das wird hier angeschlossen. Das kommt als Adapter auch mit zu Ihnen nach Hause. Aber ich habe vor allen Dingen auch 2-mal HDMI-Eingang. Das hier, da kommt es weiter, das Signal wird da an den Fernseher durchgeschleift. Aber hier kann ich ja fast alles heutzutage ranhängen. Da kann ich beispielsweise natürlich auch eine Gamebox, ohne jetzt Markennamen zu nennen, dass man beispielsweise eine Spielekonsole anschließt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hier haben wir noch mal das Adapterkabel. Das wollte ich Ihnen noch mal kurz jetzt hier zeigen. Oder Satellitenreceiver. Ich vermute mal, viele von Ihnen schauen uns gerade jetzt in diesem Augenblick per Satellit zu. Können Sie hier anschließen. Blu-ray-Player, DVD-Player. Alles hat doch heutzutage HDMI. All das lässt sich hier anschließen und dann spielend leicht aufnehmen mit einem Tastendruck. Also entweder auf der Fernbedienung kommt natürlich auch mit oder ganz einfach hier. Ich zeige Ihnen das am besten mal in der praktischen Erfahrung. Hier haben wir zum Beispiel ein VHS-Video jetzt laufen und hier schon mal angeschlossen unseren Game Capture. Und da sehen wir dann hier an der Seite, da ist jetzt die Speicherkarte schon mal drin. Das Einzige, was man machen muss, Fernbedienung oder hier am Gerät eine Taste drücken. Fernbedienung kommt auch mit und Sie sehen am Blinken, jetzt zeichnet er auf. Was hier jetzt als VHS-Wiedergabe auf dem Fernseher zu sehen ist, wird in diesem Moment live und in Echtzeit mit nur einem Tastendruck digitalisiert. Ich habe es anschließend, wie gesagt, entweder auf Speicherkarte, auf USB-Stick, auf externer Festplatte. Hochmoderne Komponenten sind das an dieser Stelle. Also ich habe zum Beispiel H264 ist hier der Codec und ich habe damit hinterher eine Datei, wie man es kennt vom Smartphone heutzutage. Da nimmst du ja auch auf, hast eine MP4-Datei. Super, so, ne? Und das war's schon. So einfach geht das. Ja. Das ist so clever. Und so ein tolles Gerät jetzt, mit dem Sie alle Ihre festgehaltenen Abenteuer, das, was Sie erlebt haben, familiär ja auch, gerade das, was man dann mit den Rekordern aufgenommen hat, das sind ja oft so Hochzeiten zum Beispiel, Ereignisse innerhalb der Familie, vielleicht eine Taufe, eine Geburt oder so, dann die ganzen Geburtstage, da waren die runden Geburtstage bestimmt dabei, wo Sie dann Ihren Camcorder dabei hatten, wo Sie die Aufnahmen gemacht haben und das sind ja so tolle Erinnerungen, die Sie hier erhalten wollen, ja, diese Aufnahmen möchten Sie ja retten, deshalb hier direkt diesen tollen HDMI Universal Digitalrekorder bestellen. Unser Game Capture für Sie 123,41 € mit der NX4391569. Ich stoppe jetzt hier einfach mal die Wiedergabe bzw. den Digitalisierungsprozess. Dann bitte noch einen Augenblick warten, solange das Gerät noch blinkt, weil da ist ein Buffer, ein Zwischenspeicher und jetzt sehen wir, okay, hier blinkt nichts mehr. Jetzt kann ich den USB-Stick oder die Speicherkarte hier entnehmen. In dem Fall haben wir hier so eine Micro-SD-Karte. Jetzt habe ich allerdings keinen Fingernagel, der ist ein bisschen kurz. So geht's jetzt. Hier die kleine, die packe ich jetzt einmal in den Adapter rein, einfach aus dem Grunde, weil ich das Ganze wieder hier auf unser Notebook überspielen möchte, beziehungsweise Ihnen hier drauf zeigen möchte. So, und da sind wir schon. Zack,
Dann haben wir hier unsere Datei, da sehen Sie es, da haben wir eine MP4-Datei. Die können Sie jetzt wiedergeben mit jedem handelsüblichen Player. Da ist jetzt egal, welchen Sie benutzen. Und Sie sehen, was gerade eben noch oben auf dem großen Bildschirm als VHS-Wiedergabe gestartet war, haben wir jetzt hier als digitale Datei. Ohne Computer, ohne Notebook, ohne irgendwas. Ganz einfach und alleine mit unserem Game Capture V3. Genial! Ist das nicht super, oder? Und wie einfach das funktioniert hat, genau das brauchen Sie auch, oder? Deshalb gleich zugreifen, hier bestellen die NX4391569, dann können Sie all Ihre alten Videosets endlich digitalisieren. So kinderleicht und einfach geht das. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Das braucht man einfach zu Hause. Nicht, dass Ihre alten Aufnahmen dann alle kaputt gehen. Das wäre so schade. Das sind doch Ihre persönlichen Erinnerungen. Die müssen Sie erhalten. Die ganzen VHS-Kassetten haben Sie viele von zu Hause, ja? Ja, das stimmt. Ne? Deshalb gleich hier zugreifen und dann alles digitalisieren. Und wir machen weiter mit einem ganz, ganz tollen Thema. Ich hatte es eingangs schon mal angesprochen. Und das ist dann auch die Musik. Weil man hat doch dann auch viel Musik zu Hause. Gerade zum Beispiel Schallplatten oder Musikkassetten dann noch, ja, richtig? Und da fragt man sich auch immer, was mache ich denn jetzt hier mit, ich nehme sie einmal runter, mit meiner Schallplatte? Ja, haben Sie Schallplatten auch noch? Auf dem Dachboden vielleicht, vielleicht sogar im Regal noch irgendwo. Und dann denkt man sich, die Musik von der Schallplatte, da sind vielleicht die Lieblingssongs drauf. Das ist ein ganz spezieller Klang ja auch von der Schallplatte. Ja. Das hätte ich gern mal digitalisiert. Da sind natürlich spezielle Erinnerungen, die dann auch mitspielen. Das war vielleicht der Song, wo man sich kennengelernt hat, wo man zum ersten Mal miteinander getanzt hat oder so etwas. Ja. Oh, und das möchte man digitalisieren. Das möchte man erhalten, aber wie? Und da kommt jetzt hier unsere tolle Kompaktanlage ins Spiel, weil der Name trügt hier so ein bisschen. Die heißt ja 5-in-1 Plattenspieler. Das stimmt aber gar nicht. Das ist nämlich eine Kompaktanlage und ein Audiodigitalisierer mit zwei Lautsprechern dabei. Also wirklich fantastisch. Genau das ist es. Also es ist wirklich eine Kompaktanlage. Wir sehen ja hier, kompakt ist klar, Anlage, weil wir haben die Boxen und wir kommen gleich auch noch zu denen, was das Ganze kann. Kurz zu den Boxen noch, 40 Watt Musikspitzenleistung, Holzchassis und damit sehen die nicht nur toll aus, sondern man hat auch einen richtig guten Klang. Wir können Schallplatten abspielen. Hier an der Seite, da haben wir einen Slot für die Musikkassetten. CDs können wir abspielen. Wir haben ein UKW-Radio integriert. Hier vorne, da sehen wir, ich kann USB-Sticks und Speicherkarten auch einstecken und diese Medien auch wiedergeben. Also das ist wirklich ein ultimatives Tool hier für alle Fälle, aber wir wollen vor allen Dingen jetzt auch mal reinhören, was wir hier von der Platte haben können. Hochwertiger Tonabnehmer an dieser Stelle und dann kann man überhaupt erstmal wieder Musikkassetten wiedergeben oder jetzt beispielsweise auch Schallplatten überhaupt erstmal wieder reinhören, weil bei mir war es so, ich habe noch so einen 1,5 Meter mindestens Sammlung gehabt an Schallplattenspielern, an Platten, aber keinen Schallplattenspieler mehr. Oh. Hier kann man es ja überhaupt erstmal wiedergeben. Das ist ja, ja schon mal der erste Schritt. Das Digitalisieren ist aber jetzt der zweite und das ist wirklich denkbar einfach, weil wir haben hier jetzt mal eine SD-Karte eingelegt. Das Einzige, was man machen muss, sehen Sie hier diesen einen Schalter, da steht REC für Record drauf. Und das ist schon alles. Einmal drücken und dann wird, ja gut, jetzt ist der Titel automatisch gerade zu Ende. Perfektes Timing, gleich kommt der nächste. Aber Sie sehen ja jetzt zum Beispiel, dass er sagt, okay, aufnehmen auf die Speicherkarte. Das geschieht mit einem Tastendruck. Das ist das Sensationelle. Auch hier wieder kein PC notwendig, keine Software, kein Notebook und vor allen Dingen auch kein USB-Kabel. Es gibt ja einige Digitalisierer, die sagen, okay, man kann das anschließen ans Notebook jetzt oder an den PC. Meine Güte, Sprachfindungsstörungen. Ja, und dass man, weil ich mich so hier auf die Musik konzentriere, was das da ist. Ich versuche die ganze Zeit noch zu erkennen, aber irgendwie die Musik, ja, man ist dann so begeistert von den Schallplatten, wenn man die zum ersten Mal wieder hört. Na, unglaublich. Deshalb, da muss man einfach zugreifen. Sie können ja alles wieder abspielen. Sie haben es gehört. Ja, das ist Schallplatten abspielen, Musikkassetten. Haben Sie noch Musikkassetten zu Hause? Sie hatten ja früher auch diese ganzen Kassetten mit so TKKG, die drei Fragezeichen und so weiter. Ja, so Hörspiele.
Und als wir klein waren, so Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und sowas. All sowas. Also das fanden wir toll als Kinder. Und da hatten wir so richtige Köfferchen mit den ganzen Musikkassetten. Schönes dann hier CD-Spieler, alles mit dabei, aber auch die modernen Sachen. Ich finde auch gut, dass ein Radio mit drin ist. Oft hört man ja zwischendrin nochmal Radio. Das ist ja das Schöne. Du hast Altes und Neues vereint. Ja, genau. Und digitalisiert auch noch. Und wenn du halt auch mal, genau, wie du sagst, wenn du auch mal dein Smartphone per Bluetooth verbinden möchtest, geht das sogar ja auch. Das, ja. Sogar das geht. Das muss man sich mal überlegen. Also eine richtig tolle Kompaktanlage mit allen Möglichkeiten. Und sie können ihre Schätze hier digitalisieren. Und da entdeckt man natürlich auch wieder richtig tolle Sachen. Ne? Wenn man jetzt wieder reinhören kann, wie du sagst, man schaut dann wieder durch die ganzen Schallplatten durch. Man guckt vielleicht, was hat man denn da zu Hause? Wissen Sie noch, was Sie für Schallplatten haben? Kennen Sie alle Ihre Schallplatten? Wollen Sie mal wieder durchschauen? Machen Sie das mal wieder, das macht so einen Spaß. Ja. Ich hatte ja keine. Meine Mutter hat ganz viele Schallplatten zu Hause. Die sind alle bei uns zu Hause auf dem Dachboden in großen Umzugskartons. Und da bin ich zum Spaß immer so durchgegangen, habe mal geguckt, was da alles dabei ist. Also wahnsinnig tolle Sachen. Da habe ich gesagt, das hast du früher gehört? Und so, ja. Und die hat wirklich geniale Schallplatten gehabt. Ne? Also da sind wahrscheinlich auch richtige Schätze dabei, bestimmt, wo sie ja, wirklich viel Geld natürlich ausgegeben hat damals. Und das war ja, einige Sachen sind wirklich Raritäten. Und wenn du die dann jetzt digitalisieren kannst, toll, 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 und auch wieder reinhören. 161,41 Euro hier dieses tolle Gerät. Lutz, du stoppst jetzt mal, oder? Genau, ich wollte jetzt einfach mal stoppen, solange wir noch ein bisschen Zeit haben. Das ist dass ja clever. Ganz genau, dass man einem weiß, okay, jetzt Buffer wird geleert und dann einen Augenblick warten und dann kann man hier die entsprechende Karte jetzt rausziehen, damit wir uns auch die jetzt hier nochmal, beziehungsweise man kann sie auch gleich hier abhören. Ich wollte trotzdem nur mal jetzt darauf hindeuten, dass man sagt, man könnte die natürlich jetzt hier auch auf Notebook, PC und so weiter abspielen. Das ist ja das Tolle. Oder auf dem, dass du, ich weiß nicht, ob dein Autoradio das hat, die haben ja heutzutage viele auch mit USB und so weiter. Kann man alles machen hier. Oder eben halt auch direkt hier abspielen wieder. Dann muss ich hier einmal da drüben den Wahlschalter umlegen. Dann wollen wir ja keine CD haben, sondern USB, hier Kartenreader. Jetzt muss der einmal ganz kurz die Karte einlesen. Dann wird er auch gleich die Wiedergabe starten. Da sehen wir, ein Titel ist jetzt drauf, den wir gerade digitalisiert haben. Und zack, da ist genau das, was wir gerade eben noch auf Platte hatten, haben wir jetzt hier tatsächlich sofort auf USB-Stick oder eben Speicherkarte. Grandios. Das finde ich einzigartig hier, dass man wirklich sagt, meine Güte, ich habe die Kompaktanlage. Ich habe hier beispielsweise auch die Stereo-Box mit 40 Watt Musik, Spitzenleistung. Ich kann all das abspielen und habe ein UKW-Radio und kann es gleichzeitig noch digitalisieren. Das ist Hightech kompakt, finde ich. Und 161 Euro, Moment, jetzt muss ich mal gucken, 41, ist da, finde ich, wirklich ein sehr schmaler Preis für das, was diese ganze Anlage alles kann. Grandios. Eine ganze Kompaktanlage und auch noch digitalisieren. Die ZX1669569. Wir möchten aber jetzt auch noch mal für Sie zusammenfassen. Ja. Wir sind ja in der Top 100 Selektion zum Thema Digitalisieren und begonnen haben wir mit Fotos, Dias und Negativen. Denn die kann man ganz einfach digitalisieren mit unserem autarken Gerät hier für 142,41 Euro. Die PX8299569 ist hier Ihre Bestellnummer. Ja, perfekte Qualität, egal ob Sie Fotos, Negative oder Dias einscannen möchten. Jederzeit und das ganz einfach hier. Ohne PC, ohne Notebook, ohne Software. Das ist einfach hier die denkbar einfachste Lösung. Das Ganze aber, wie gesagt, hochwertig. Dank 14-Megapixel-Sensor mit einem Tastendruck ist alles auf Speicherkarte verewigt. Genial. Die PX8299569, Ihre Bestellnummer. Die Leitungen sind für Sie frei unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Und somit kommen wir zu unserem Universal-Digitalrekorder, der Game Capture für 123,41 Euro. Der ist schon ganz stark nachgefragt momentan. Die Digitalisierung der Videos. Ja, ein Riesenthema für viele. Und wir danken natürlich für Ihre Bestellung, freuen uns auch. Und liebe Grüße auch nach Österreich an die Kunden, die da bestellt haben. Auch das
Das freut uns natürlich immer. Greifen Sie zu, der TV-Sonderpreis, fantastisch. Normalerweise 230 Euro, jetzt hier 123,41 Euro. Und dann geht's los mit dem Digitalisieren. Es ist einfach unfassbar, was diese kleine Box alles kann. Es ist ja nicht nur, dass man alte Schätze von VHS oder Camcorder oder wo auch immer digitalisieren kann. Man kann ja auch von modernen Zuspielern aufnehmen. Vom Gameplayer, vom Satellitenreceiver, von Blu-ray, alles geht da. Außer es ist jetzt kopiergeschützt, das wäre ja auch illegal. Aber alles, was legal ist, geht hier wirklich denkbar einfach in maximaler Qualität. Entweder auf USB-Stick oder Festplatte oder auf Speicherkarte mit einem Tastendruck. Einfach sensationell. Ein super Gerät, deshalb da bitte auch schnell zugreifen. Gerade schon ganz stark nachgefragt. Und unsere tolle Kompaktanlage und Audiodigitalisierer hier mit den zwei tollen Lautsprechern. Und das alles bei, was man sich so vorstellen kann. Und das jetzt zum Spitzenpreis für 161,41 Euro. Oh, und da kann man wieder so schön ins Träumen kommen, wenn man Schallplatten hört und die dann auch noch gleich digitalisieren kann. Oder Musikkassetten wieder oder sowas. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Hier wird das Moderne auch mit dem Traditionellen verbunden. Also sensationell. Kommt übrigens versandkostenfrei mit der ZX1669569. Ja, alles quasi, was es nur so gibt an Audio, kann man hier abspielen. Kassetten, Platten, CDs, USB-Stick, Speicherkarten, UKW-Radio ist eingebaut. Zwei Lautsprecher mit 40 Watt Musikspitzenleistung in Holzchassis kommen auch noch mit. Und vor allen Dingen, man kann mit einem Tastendruck hier digitalisieren. Auch wieder ohne PC, ohne Notebook, ohne Software, ohne alles. Mit einem Tastendruck ist alles auf USB-Stick oder auf Speicherkarte. Genial einfach hier. Und dann kann man seine musikalischen Schätze auch mal beispielsweise auf dem Smartphone unterwegs hören. Beim Training oder auch im Auto. Das finde ich genial, dass man das eben halt, so eine Platte im Auto ist ein bisschen unhandlich, aber so ein kleiner USB-Stick oder irgendwie sowas, das geht schon mal. Also das ist genial für alle Musikliebhaber. Ja, da können Sie jetzt auch noch mal zugreifen mit der ZX1669569. Also das finde ich wirklich fantastisch. Also so eine tolle Kompaktanlage für 161,41 Euro. Das ist wirklich schon was ganz Feines. Das war unsere Top 100 Selektion zum Thema Digitalisieren leicht gemacht. Ich hoffe, Sie haben die passenden Produkte gefunden. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank.